Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. So, mittlerweile ist es Nacht geworden. Keine Ahnung warum. Und Holz brauchen wir, Steine brauchen wir. Wir brauchen alles Mögliche. Und auch bald eine neue Axt, wenn das so weitergeht. Oh! Sei gegrüßt, Krieger! Ich war das nicht? Okay, das dauert sehr lange, so einen Baum klein zu häckseln. Ich muss sagen, das ist... Ja, es dauert wirklich ein bisschen zu lange. Ah, okay. Aber es gibt viel Holz. Und warum ist hier ein zweiter Baum kaputt gegangen? Und... Was soll das denn? Ah! B! Hilfe! Was hast du jetzt davon? Okay, mir müsste wieder warm genug sein. Au! Nice! Also Holz werden wir dann auf jeden Fall erst einmal genug haben. Ja, ich denke mal, das reicht dann schon an Holz, wenn wir den hier noch klein häckseln. Ich bin noch am überlegen, ob wir wirklich hier bleiben. Ich weiß nicht, ob man hier gut bauen kann. Aber fürs Erste bleiben wir hier. So. Nein, das war falsch. Das auch. Ich brauche die 7. Eine Werkbank. So. Was ist das? Oh, was können wir denn jetzt alles machen? Hallo? Hört das auch mal auf? Ja. Okay. Okay. Wir haben gerade mit einer Werkbank sehr viel freigeschalten. Die Werkbank erlaubt dir die Herstellung komplexer Objekte und gewährt dir Zugriff auf weitere Gebäudestücke, die du mit dem Hammer herstellen kannst. Ich könnte was zu essen vertragen. Dann essen wir doch einfach mal was. Was ist das? Hackklotz. Keine Ahnung, für was wir den brauchen. Oh. Ich brauche Feuersteine. Wow. Ein Bett. So schön am Lagerfeuer. Verbringe die Nacht in deinem Bett und stärke, um gestärkt und voller Energie zu erwachen. Eine weitere Verbesserung deines Eigenheims würden ein paar Kisten darstellen, in denen du Gegenstände lagern kannst. Es ist nie verkehrt, immer ein wenig Ersatzrüstung vorrätig zu haben. Nur für den Fall, dass dir während deiner Erkundung irgendetwas Unvorhersehbares zustoßen sollte. Bett braucht ein Dach. Okay. Das Bett braucht ein Dach.
Steinhaufen, nee. Holzboden, Fundament oder so gibt's hier gar nicht. Und genau deswegen möchte ich gerne eine schöne Ebene haben. Kleiner Holzboden. Okay. So. Rabe Odin, was möchtest du? Wenn die Temperatur bei Nacht fällt oder wenn du durchnässt bist, wird dir kalt, wodurch deine Ausdauerregeneration sinkt. In diesem Fall solltest du bei offenem Feuer Zuflucht suchen. Hab ich doch. Wow, ich brauche ein Haus, um das benutzen zu können? Ja. Ja, okay. Okay, hier drauf kann ich nicht bauen. Ja, jetzt haben wir den Salat. Wir brauchen unbedingt ein Dach über den Kopf. Hä? Hallo? Braucht die Werkbank? Hä? Lol, ich kann nur in dem Umkreis bauen? Das ist jetzt natürlich Shit, um ehrlich zu sein. Kann ich die irgendwie... Okay. Ich müsste die mal reparieren. Brauche ich... Ha, das hast du davon. Ich brauche Steine. Ja. Au. So kriegt man Schaden, wenn man über Steine rennt. Okay, es gibt Menschen, die sind so prasselig und verstauchen sich die Knöchel, wenn sie auf den Stein treten. Ne? Aber, hä? Okay. Da ist wieder so ein Beschwörungsstein. Ein Stein. Das ist ein Feuerstein. Den nehmen wir auch mit. Kann ich den hier aufheben? Nein, natürlich nicht. Aber hier. Und hier. Und ein Feuerstein, ein weiterer. Achso, jetzt kann ich ja hier erst mal... Kann ich die nicht irgendwie reparieren? Das ist ja doof. Achso, die Welt hat gespeichert. Deswegen gab es kurz diesen Mini-Ruckler. Hä? Was hab ich denn jetzt gemacht? Okay. Lol. Okay, Passwort sieht man keins. Das ist die Hauptsache. Ja. So. Was hatte ich jetzt gesagt? Wo wollte ich bauen? Hier vorne. Wo
oder gehen wir hier hoch? Das ist jetzt die schwierigste Frage ever. Also... Das ist eine dicke Eiche. Bei der würde ich gerne bleiben, wobei mir ein Eschenbaum lieber wäre. Yggdrasil, der Lebensbaum, ist ja ein Eschenbaum. Der wurde vorhin auch in der Einleitung genannt. Und ja. Aber ich glaube, einen Eschenbaum findet man hier nicht. Da ist schon wieder so ein Runstein. Natürlich immer Ressourcen mitnehmen, ist ganz wichtig. Schade, dass hier alles wirklich so, ja, nicht, dass es keine schöne Ebene gibt, wo man sich eventuell niederlassen könnte. Oh. Ich sag mal nichts zum Eschenbaum, aber ich glaube, wir haben seine Wurzeln gefunden. Aber hier oben sieht es auch nicht schlecht aus. Aber es ist wieder... Ja. Och Mann. Ich will doch nur einen Bauplatz finden. Und keine Ahnung, ob es unten am Fluss was Gutes gibt. Wir wissen ja, wo unser Bett und unser Feuer ist. Löwenzahn wird alles mitgenommen. Daraus kann man bestimmt noch irgendwas Interessantes herstellen. Auf jeden Fall nicht im normalen Inventar. Geht's denn hier irgendwie runter? Hallo? Oh Gott, ich glaube, ich breche mir gleich die Knochen. Holz, er damit. Ah, ich hab's noch. Ja, okay. Hier unten gibt es eindeutig nichts am Fluss. Ist ein bisschen schade. Denn so am Fluss zu bauen, das hat bestimmt was. Au. Au. Kommst du runter? Nee, wa? Ich weiß nicht, ob man über den Fluss bauen kann, sodass man den zumachen kann. Dass man vielleicht später sogar so eine Art kleine Angelstation bauen kann. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja. Hier ist schon wieder so ein Spiel. Könnte was zu essen vertragen, mal wieder. Boah, unbedingt wieder neue Pilze. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Wo könnte man bauen? Ich weiß, ich sammle mehr, als dass ich mich umgucke, aber das gehört zum Anfang immer dazu. Zum Anfang braucht man die Ressourcen einfach. Ein Pilz. Noch mehr Pilze. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ach, wisst ihr was? Kommt, scheiß drauf. 7 verschiedenes Werkbank.
Ich kann halt auch nicht überall bauen, so wie es aussieht. So. Wir haben eine Werkbank. Das war falsch. Wir machen uns ganz schnell noch ein Feuerle. So. Und jetzt geht's los hier. Wenn ich jetzt das dahin setze, geht das? Okay, das kann ich nicht daran setzen, ne? Hallo? Ach, dieses Gras, man sieht einfach nicht, was man baut. Hallo? Ich weiß, das sieht total grottenhässlich aus, was ich hier baue. Aber Not macht erfinderisch. Wie man so schön sagt. Kann ich jetzt oben drauf noch was bauen? Nein. Können wir natürlich nicht. Aber wir können das machen. So. Na, komm. Oh, ich brauche Holz. Und dann baue ich da oben drauf nämlich mein Haus. Also, das muss doch dann gut aussehen, denke ich mal. Hacken Stufe 10, Äxte Stufe 7. Es gibt bestimmt irgendwo auf der Map noch richtig geile Bauplätze. Aber ich hatte ja gesagt, für den Anfang ist das hier jetzt unser erster Bauplatz. Wer weiß, vielleicht findet sich der ein oder andere, der mitspielen möchte. Und dann werden wir uns hier richtig schön aufbauen. Es gibt bestimmt welche, die in dem Punkt so besser sind im Bauen als ich. Oh nein, ich hau auf meine Dings hier. Meine Werkbank. Und schon wieder. Wow. Ah! Aber, hast du mal, aber. Das Feuer muss da weg. Eindeutig. Hallo? Ich würde gerne genau einmal so. Geht das da irgendwie? Ja, das geht. Komm, ich hab's doch gerade gehabt. So. Und jetzt kann ich doch bestimmt hier hinten irgendwie... Nö. Lol. Okay, das ist jetzt natürlich scheiße, um ehrlich zu sein. Dass ich hier irgendwie nicht weiter dran setzen... Ah, jetzt. Ach, Eik, du solltest vielleicht vorher mal alles probieren. Hü!
Opfer. So. Allerdings, die Bodenstruktur ist auch geil. Mal so, mal so. Ja, okay. Ach so, jetzt muss ich ja wieder von der Seite gucken. Wir haben jetzt 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja, komm, wir bauen hier noch eine rein. Das war falsch, jetzt haben wir 6. Und das kriegt man natürlich nicht weg. Schön. Warum auch? Warum sollte man das Dach auch wieder abreißen können? Ja, gut. Dann machen wir das halt 4 mal 6. Ist ja auch nicht so schlimm. Scheiße! Nein! Ich habe nichts gesagt. 1, 2, 3, 4. Wir hängen hier vorne noch eins dran, würde ich sagen. So. Da. 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 Und da. So, das wäre dann für erstes Mal unser Häuschen. Ich brauche schon wieder Holz. Kann ich die irgendwie... Scheiße, ich komme nicht mehr an die Werkbank. Ah! Okay. Okay. Der Baum soll stehen bleiben, bitte. So, Feuer ist kaputt. Werkbank ist auch kaputt. Und ich komme da nicht hoch. Schön. Ach, ist das ein Traum. So, die Werkbank kommt dahin. Und wir brauchen wieder Holz. Das werde ich entweder offscreen oder in der nächsten Folge farmen. Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.